Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Parkcraft Explorers. Wie ihr sehen könnt, ich mache heute mal wieder eine Bikecrafting-Tour. Und zwar auf der Leitzach zusammen mit Matthias. Hier ist er, im Alligator. Und ja, die Leitzach, ihr kennt sie ja schon von meinem Kanal. Da haben wir ja schon ein schönes Video mal gemacht. Und heute wollte ich mir aber die Challenge geben und das Ganze mal mit dem Bike eben ausprobieren. Das heißt, Bike hochradeln und dann eben mit dem Bike hier vorne drauf auf den Caribou wieder runter. War eine schöne Erfahrung, ist aber auch nicht ganz ohne. Aber was rede ich hier lange rum, ihr wollt es ja sehen. Also, viel Spaß beim Anschauen, die Leitzach-Tour. Trailer schon gesehen habt, es wird heute eine schöne Bike-Raft-Tour und ich bin jetzt ja schon hier ein Stückchen gefahren von Wörnsmühl, also da habe ich jetzt mein Auto abgestellt und ich treffe mich ja oben beim Einstieg mit Matthias, also mal schauen, ob das von der Zeit her so ausgeht, wie ich mir das vorstelle, aber Wasser sieht schon mal gut aus und das Wetter hält auch noch, also ich bin guter Dinge, dass es heute ein geiler Tag wird. So, nochmal ganz kurz zu meinem Setup, wie ich hier gerade unterwegs bin. Also, hier ist mein Caribou. Das Caribou habe ich hier mit einer Lenkerhalterung festgemacht. Und weil ich oft gefragt werde, was das hier eigentlich ist, das Ding hier, diese Halterung, die ist von Salsa und heißt Anything Cradle. Finde ich mega praktisch, da man eben hier dann die ganzen Kabel nicht so quetscht. Und das Caribou, das passt hier perfekt rein. Also geht easy. Ja, und das ist mein Mountainbike. Und hier im Rucksack habe ich jetzt ja eben den ganzen Rest drin. Und was ich hier drin habe, das seht ihr unten in der Videobeschreibung. Da habe ich euch mal eine kleine Packliste zusammengestellt. Dann seht ihr genau, was ich alles dabei habe und auch wie schwer der Rucksack ist. Aber so geht es mega aus. Also so kann man richtig geil alles unterkriegen in den Rucksack und ist perfekt für eine Bike-Rafting-Tour. Also, ich will los und außerdem muss ich rauf, dass ich rechtzeitig oben bin. Also. Let's go! Ja, und da sind wir jetzt hier auch gleich schon in dem wunderschönen Drachental. Und das Geile ist natürlich auch beim Hochfahren, kann man natürlich hier auch wieder den ganzen Fluss schon mal abscouten. Ob irgendwo Bäume quer liegen. Also geile Kombination schon wieder. Ja, das wird gleich richtig lustig darunter. Super geil. Ja, der Strömungskanal sieht optimal aus, kein Holz drin, sauber, also auch frei, geht, passt, nice. Ja, hier im Drachental, hier gibt es eine kleine Stufe, wo sich danach auch wieder so ein kleiner Rücklauf bildet. Und ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, da ist ein Ast drin, aber ist zum Glück nur ein kleiner Teil, das heißt, man kommt da auch relativ gut dran vorbei, also kein Thema. Ja, und sonst hält das Tal richtig schön, hier so durch den Wald zu kurven, genau neben dem Wasser, also Hammer schon wieder, echt so geil. Thank you.
ganz schön eine Schlammschlacht hier. Ja, leck. So, Dala, jetzt bin ich genau hier schon am Katarakt. Das ist hier so die Schlüsselstelle von der Leitzach. Und auch das Gute hier wieder, hier komme ich halt mit dem Bike direkt schon dran vorbei. Und ja, bei dem Wasserstand ist es so eine 2 plus bis 3 ungefähr. Mal schauen, ob ich die nachher mit meinem Packraft noch fahre. Aber ich denke schon, es sieht eigentlich ganz gut aus. Es liegt kein Holz drin oder so. Also das müsste eigentlich schon funktionieren. Au ja, auf das freue ich mich schon. Es wird bestimmt eine spannende Erfahrung. Sieht auch optimal aus. Geil. Ah, ein Stecker ist drin. Ja, viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Mensch, warum bist du eigentlich dumm? Wieso fährst du hier mit dem Bike hoch? Also hier gibt es auch entspanntere Möglichkeiten, irgendwie hochzukommen. Zum Beispiel entweder mit dem öffentlichen Bus, ja, oder man shuttelt oder wandert hoch. Ja, ganz genau. Ja, aber es gibt zwei Gründe, warum ich das Ganze hier mit dem Bike mache. Erstens habe ich Bock, mal wieder Bike-Raften zu machen. Zweitens möchte ich einfach schauen, was mit dem Bike-Raft im Wildwasser so alles geht. Und da bietet sich die Leitzach einfach an, weil es einfach eine schöne, ja, Wildwasser-Zweierstellen sind. Geht easy und ist jetzt nicht so dramatisch. Und deshalb nehme ich da die Herausforderung an und mache das heute alles mal mit dem Bike. Genau deswegen. So, jetzt bin ich schon da in Fischbachau bzw. am Wanderparkplatz Lehenpoint. Hier treffe ich mich jetzt gleich mit Matthias. Ich hoffe, der steht jetzt nicht irgendwo im Stau oder so. Aber egal, jetzt habe ich noch genug Zeit, ganz entspanntes Boot aufzubauen. Und dann steige ich da unten ein. Und dann geht es wieder so schöne, ja, 7-8 Kilometer zurück nach Wörnsmühl. Also, let's go! So, Dala, die Transition vom Bike zum Packraft ist abgeschlossen und auch der Matthias ist angekommen. Das heißt, wir sind ready to go für die Leitzach. Und ganz kurz, ich zeige euch jetzt nochmal mein Packraft-Setup. Also, ihr sehen könnt, ich habe hier das Alpaka Caribou. Mein Bike habe ich jetzt hier vorne bombenfest draufgeschnallt. Hier mit diesen Spanngurten. Also wirklich bombenfest. Ja, und der Kenner unter euch, dem wird es wahrscheinlich schon aufgefallen sein, das ist kein normales Caribou, was ich hier habe, sondern ich habe hier ein Sonder-Caribou. Zum einen habe ich hier ein Self-Baler-Caribou mit 3/4 langen Sitz und einem fetten Fußkissen vorne. Das heißt, man sitzt komplett im Trocknen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe mir hier nachträglich nochmal die Schenkelgurte und die Rückenlehne eingebaut bzw. einbauen lassen. Und ja, für jeden, für den es interessant ist oder der halt mehr ins Wildwasser möchte, ich schreibe euch unten in die Video-Infobox, wo ihr das entweder halt nachträglich machen lassen könnt oder wo ihr die Rückenlehne und auch die Schenkelgurte selber bestellen könnt. Oder natürlich bei Alpaka kann man sich das natürlich gleich von Werk als Zusatzoption eben mitbestellen. Und ist halt für alle die interessant, die halt einfach mehr ins Wildwasser wollen. Und ich glaube, jeder, der einmal mit Schenkelgurten gepaddelt ist, der möchte Schenkelgurte nie wieder missen, weil du einfach viel, viel mehr Kontrolle hast. Also, es geht los aufs Wasser. Wir wollen endlich mal ein bisschen paddeln hier. Yo, let's go! Also. Was? Ready to go? Ah, mit den Schenkelgurten ist schon echt mega. Hast du richtig geil Kontrolle. Thank you.
Da geht es noch bei der zweiten Stufe. Da siehst du einen kleinen Ast oder den schwarzen mitten da, genau bei dieser Stromschnelle. Das geht. Easy. Bei der zweiten Stufe aufpassen. Bei dem schwarzen Ding da. Und da ist einfach mit Schwung. Schon mal ein schöner kleiner Abschnitt. Ja, und was mir jetzt gleich mal aufgefallen ist, da mit dem Caribou, ich habe hier hinten, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da habe ich ja jetzt die Rückenlehne drin. Das heißt, man sitzt automatisch so 10 bis 15 cm weiter vorne als im normalen Caribou. Ja, und die verkürzte Länge, die geht einem dann natürlich hier beim Paddeln ab. Also man stößt hier öfter mit dem Paddeln links und rechts da eben an. Ist ein bisschen ungewohnt, muss man ein bisschen aufpassen, dass man eben beim Kehrwasserfahren oder so nicht ganz so weit mit dem Paddel ausholen kann, wie man das eigentlich normalerweise möchte. Genau, so viel zum ersten Eindruck. So, jetzt sind wir eben hier schon am Katarakt. Ich schaue mir jetzt noch mal kurz die Linie hier an, wo ich fahren möchte. Also der Matthias ist ja super gut durchgekommen. Es ist einfach mehr oder weniger gerade durchgeschossen. Ich versuche mal mit dem Caribou ein bisschen rechts so eine Shortcut zu nehmen. Ich glaube, das sah für mich jetzt irgendwie besser aus. Also, let's do this. So. So, kleines Fazit zum Katarakt. Also so wie ich da durch bin, das war eigentlich nicht geplant. Ich bin ja mehr oder weniger gerade durchgeschossen, weil ich die Rechtskurve nicht geschafft habe. Weil die Manövrierfähigkeit hier mit dem Caribou und mit so einem 12, 13 Kilo Fahrrad vorne drauf doch eingeschränkt sind, sage ich jetzt mal. Das heißt, scharf um die Kurve fahren geht damit sicher nicht. Aber es war lustig, ich bin trotzdem gut durchgekommen.
vielleicht treffe ich da das Kehrwasser rechts. So, jetzt sind wir hier an dem ersten Stauwehr mit der ersten Fischtreppe. Bei ausreichend Wasser könnte man das befahren. Ah, ich weiß nicht, ob ich mich da heute mit dem dicken Caribou mit dem Bike vorne drauf durchquetschen möchte. Eieiei, ich schau mir das mal an. Ah, es ist halt super eng. Oh. Nee, ich glaube, ich tue es mir nicht an. Aber kann man natürlich machen. Also der Matthias hat sich erfolgreich durchgezwängt durch die Fischtreppe. Ah, vielleicht versuche ich es doch auch mal, aber ah, das Caribou ist halt doch noch mal ein Stückchen dicker als das Alligator. Und Wendigkeit nicht gut. Geschafft! Hey, hätte ich nicht gedacht, dass ich durchkomme. Mit dem fetten Ding da. Aber ging überraschend gut. Ja, ja, doch, von dem. Und dann kommt er geschafft. Also, wie ihr sehen könnt, man kommt auch mit dem Caribou und mit dem Bike vorne drauf, kommt man durch die erste Fischtreppe zumindest durch. Es ging überraschend gut. Wow. Jetzt gib Gas, gib Gas. Ja, Wahnsinn! So, ab hier beginnt jetzt das schöne, das landschaftlich schöne Drachental. Trifft's gescheit. Ja, schön mit Schwung. 45 Grad. Und jetzt Gas, Gas, Gas.
Grüße gehen raus an Simon Riverwalker, dass er auch mal wieder was zum Lachen hat. Und schön rein in die Strömung. Und dann kommt da unten bald so eine kleine Stufe, aber haben wir noch ein bisschen Zeit. Und ist nicht schlimm. Da vorne ist eine kleine Stufe. Rechts halten. Rechts und dann Vollgas durch. Ja, da gibt es ein bisschen den Rücklauf, also mit ein bisschen Schwung. Da vorne rechts, genau da ist ein kleiner Abfall. Das war die Stufe. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Strömungskanal geht immer wieder, ist so geil. Also jetzt bei dem Abfall, da hätte er Matthias fast erwischt, der hat total nach links rüber gedreht. Ja, und jetzt da dieser ich sag immer Strömungskanal dazu. Ah, der macht schon immer richtig Bock. Vor allem jetzt bei dem Pegel von 46 cm hast du ja auch fast keine Steinberührung. Und ja, geht voll ab. Macht richtig viel Bock gerade. So, jetzt kommt hier vorne das zweite Wehr und hier links wird es wieder eine Fischtreppe geben, ist aber super eng, also ich glaube, da quetsche ich mich jetzt wirklich nicht mehr durch, das ist mir einfach zu eng und ja, das heißt aussteigen und umtragen.
Jetzt kommen hier nochmal, ja, so schräge Rippen. Muss man mal gucken, wo da die Linie ist. Also wart mal kurz. Ah, das ist immer scheiße zum Anfahren. Das war sie, die schöne Leitzach. Ist schon wieder vorbei. Schade, aber nochmal ein guter Abschluss. Ja. So, ich gebe euch mal noch ein kleines Fazit jetzt zum Caribou nach der Tour. Also für mich ist das Caribou nach wie vor, ja, eigentlich das beste Bike-Rafting, Packraft für fließende Gewässer, das heißt für Wildwasser. Bis, ja, Wildwasser 2 kann man es gut nehmen. Na klar, wenn mal irgendwo ein Wildwasser 3er Schwall dabei ist, dann geht es auch noch. Aber so an sich finde ich das Caribou in der Self-Bailer-Variante mit Schenkelgurten und auch mit der Rückenlehne, finde ich das einfach mega geil. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt einen Punkt, was mir heute ganz besonders aufgefallen ist, und zwar die Rückenlehne. Wie ihr sehen könnt, die verkürzt hier die Innenlänge natürlich nochmal so um 10 bis 15 cm. Und das heißt, auch das ganze Bike hier vorne wandert natürlich dadurch dann 10 bis 15 cm zu dir. Ja, und dann hast du teilweise echt ganz schön Schwierigkeiten, vernünftige Paddelschläge zu machen, weil du einfach nicht weit genug vorne eintauchen, also einstechen kannst, weil da einfach das Rad hier im Weg ist. Das heißt, du hast immer so das Gefühl, wie als wenn du irgendwie so nur so halberte Paddelschläge machst. Das heißt, irgendwie kräftige Bufschläge oder so oder irgendwie geil ins Kehrwasser reinzirkeln, macht die ganze natürlich schwieriger mit der Rückenlehne, aber dennoch ist sie halt super komfortabel und ich kann natürlich auch hier meinen Wurfsack platzieren. Also für mich ist das Caribou einfach das beste Bike Rafting, Packraft. Mega, macht richtig viel Bock. Genau, also so viel zum Caribou. Also das war die Leitzach-Tour mit Matthias zusammen. Also immer wieder kurz und knackig, macht richtig viel Spaß, vor allen Dingen jetzt bei dem Pegel hat richtig Bock gemacht mit den ganzen Schwellen und mit dem Katarakt und mit dem Strömungskanal. Und ja, jetzt halt mal in der Kombination mit dem Bike vorne drauf, interessante Erfahrung auf jeden Fall. Matthias, was ist dein Fazit zur Tour? Boah, war geil. Also hat echt Bock gebracht. Bisschen kurz die Strecke leider, aber ansonsten wirklich netter Ritt, also bockt sich. Bockt sich. Also ihr habt es gehört, es bockt sich. Was noch mega geil wäre, schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr A, die Leitzach schon mal gefahren seid und ob ihr euch die Strecke auch mit dem Bikecraft zutrauen würdet. Weil es ist nicht ganz ohne. Ich würde es jetzt auch nicht zwingend empfehlen. Kann man machen, wenn man mal eine kleine Challenge haben möchte. Also, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Video. Euer Tom. Ciao.